Es wird mal wieder Zeit, ein Autohaus zu bauen. Meine werten Damen und Herren, willkommen zu meinem Autohaus hier. Das hier ist tatsächlich ein Autohaus, welches wir uns hier gemeinsam aufbauen werden. Und wir werden natürlich den schnellstmöglichen Versuch, das zu machen, indem wir uns einen ersten Honda Civic kaufen. Civic. Oh, dieser Tycoon ist tatsächlich nochmal anders. Und zwar kann man hier nicht direkt das Auto kaufen, sondern man kauft hier die einzelnen Teile. Oh nein! Das heißt also, wir müssen hier wahrscheinlich ein bisschen gucken, was man hier noch machen kann, damit das schneller geht. Wir können uns einfach nur die einzelnen Teile von dem Auto kaufen. Muss ich mir jetzt auch noch die Schrauben selber kaufen oder was? Oh Mann! Also, wir haben hier auf jeden Fall den ersten, den zweiten Reifen. Und wenn wir jetzt noch eine Sekunde warten, dann wahrscheinlich auch den dritten. Und jetzt brauchen wir $25. Ach, guck mal, jetzt bekommen wir aber schon jede 2 Sekunden $4. Das heißt also, jetzt geht es schon viel, viel schneller. Das heißt, wir warten und dann drücken wir drauf und zack, gekauft. Oh, was? Und jetzt muss ich hier noch die Felgen kaufen? Oh nein, okay, wir müssen, glaube ich, uns ein bisschen was holen, damit es ein bisschen schneller geht. Holen wir uns mal ein bisschen Cash auf die Tash. Für 20 Robux können wir uns einfach mal 5000 Cash holen. Damit können wir einen guten Start machen. Dann holen wir uns hier mal eine Felge, da eine Felge, sieht aber gut aus. Dann hier nochmal eine Felge und dann nochmal da eine Felge und dann nochmal hier vorne, das Vorderteil vom Auto. Oh ja, wir bauen das richtig zusammen. Dann hier nochmal die Mittelteil und das Hinterteil. Oh, vorne müssen wir jetzt auch noch die Lichter einbauen. Zack. Hey, das ist mein Autohaus. Hier wird nicht gefahren. Oh, abgefahren. Und dann natürlich noch hinten die Lichter rein. Oh, und damit können wir jetzt schon auf Spawn drücken, beziehungsweise wir können hier auf Purchase gucken, drauf drücken. Dadurch haben wir jetzt auch die Abgasanlage gekauft und können jetzt auf Spawn drücken. Und dadurch können wir hier in unserem eigenen Honda Civic, den wir uns gerade gekauft haben, auch eine Runde drin fahren. Yo, guckt euch das mal an, wie schnell fährt der? 50. Alter, der fühlt sich richtig gut an zum Fahren. Oh, yo, das ist richtig cool, das ist richtig cool. Wahnsinn. Guck mal, wir können uns auch hier... Ich stecke im Auto fest. Ich stecke im Auto fest. Oh, jetzt bin ich draußen. Ah, puh. Wir können uns auch hier einen Eingang kaufen. Oh, wir können uns auch hier seitlich die Wände kaufen. Schön. Und dann steht da sogar oben dran, Erisolinos Autohaus. Oh, schön. Was haben wir hier seitlich? Die Fenster können wir uns natürlich noch einbauen. Die müssen wir uns natürlich auch leisten können. Das ist wichtig. Aber bevor wir das machen, würde ich erstmal lieber noch ein Auto bauen, oder? Schauen wir mal rein. Oh, ein BMW M3. Oh, den müssen wir zusammenbauen. Das ist ein richtig schönes Auto. Schaut euch das mal an. Wir drücken mal hier drauf und kaufen mal hier wieder alle diese Reifen hier zusammen. Bloop und bloop und bloop. Und dann kaufen wir natürlich auch die Felgen wieder zusammen. Dann schauen wir mal, wie das hier mit Felgen aussieht. Dann vorne. Alter, aber das ist so teuer, dass wir uns das schon wieder nicht leisten können. Yo, what? Okay. Gucken wir mal, ob wir uns hier vielleicht auch einen Pass kaufen können. Wir können uns doppeltes Geld kaufen. Das kostet 480 Robux. Oder VIP. Was bringt uns VIP eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Da müssen wir uns nochmal kurz ein bisschen ansehen. Warte mal, wir gehen mal ins Büro rein. Ja. Ach, wir können uns das Büro auch kaufen, ne? Für, ach, das VIP-Büro. Komm, wir kaufen uns das mal. Für 175 Robux. Das ist nicht so teuer. Und dann gehen wir... Wir haben es eigentlich schon gerade gekauft. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Ich habe das schon gerade... Okay, das lädt wahrscheinlich nochmal kurz. Okay, wisst ihr was? Wir kaufen uns einfach wieder ein bisschen Cash auf Tash. Für 150 Robux, 50.000 Cash. Ist schon okay. Holen wir uns mal hier nochmal ein paar von diesen Sachen. Dann bauen wir uns mal dieses Auto hier zusammen. Oh, und es ist blau. Oh mein Gott. Okay, es ist ein BMW in blau. Und wir können uns auch das Hinterstück davon holen. Und natürlich vorne auch die Headlights, also die Frontscheinwerfer. Und die Rear Lights, das sind die Hinterleuchtbremsen, heißt es auf Deutsch. Und natürlich den Auspuff, den Exhaust. Und dann drücken wir auf Spawn und schon können wir ihn fahren. Oh, Junge, der sieht schon echt cooler aus. Mal gucken. Oh, wir sitzen drin. Mal gucken, wie schnell kann der fahren. Drücken wir mal durch. Er fährt 50, 60, 70, 77. Das sind, glaube ich, Meilen die Stunde. Das sieht gar nicht mehr so übel aus. Und dann machen wir hier einen Dreher. Oh, 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 oh. Und wieder zurück. Wie schnell fährt er? 40, 50, 60, 70. Oh, er schafft aber keine 80. Schade. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, er schafft die 80, aber schafft er leider nicht. Aber wir können direkt hier raus. Okay,
Dann können wir hier noch die Owner Door holen. Dann können wir hier auch übrigens zumachen, ne? Sodass hier keiner mehr gerade reinkommen kann. Außer seitlich, weil ich nämlich noch die Wände nicht fertig gekauft habe. Und dann holen wir uns hier erstmal einen Camaro SS. Schauen wir mal, was das ist. Wir brauchen ja erstmal einen Reifen, den zweiten Reifen, den dritten Reifen, den vierten Reifen, den fünften Reifen, den sechsten Reifen, den siebten Reifen, den achten Reifen, dann Vorderteil, Mittelteil, der sieht schon cooler aus, Hinterteil, ganz Hinterteil, vorne die Scheinwerfer wieder rein und natürlich hinten die Rückleuchten. Und dann nochmal den Auspuff und... Oh, nein, uns fehlt das Geld für den Auspuff. Oh nein, oh nein. Oh nein. Ich glaube aber, eine schlaue Idee wäre es, diesen Königsegg Igera zu kaufen für 500 Robux. Und dadurch dürfen wir dann, glaube ich, so viel Geld machen, dass wir schneller Geld machen können. Stimmt das? Warte, ich probiere es mal aus. Aha, guck mal, oben die Zahl. Guck mal, ein Reifen kostet 239, aber wenn ich drauf drücke, verdiene ich schneller Geld. Okay, warte mal, wir bauen uns den mal am besten zusammen. Ich habe eine Idee, wie ich das mache, okay? Wir kaufen uns mal hier nochmal 150.000 und ich muss sagen, das ist wirklich teuer, dieses Spiel. Deswegen empfehle ich das leider nicht. Es ist wirklich so, dass man hier wirklich alles einzeln kaufen muss. Und daher, dass es voll lange dauert, ist man dazu verpflichtet, eigentlich die ganze Zeit Robux auszugeben. Deswegen, Leute, schaut euch lieber das Video von mir an, wie ich hier meine ganzen Robux verbrate. In der Hoffnung, dass ich das hier schneller zusammengebaut bekomme. Was? Mein Geld hat nicht mal ausgereicht, um diesen Königs-Igera überhaupt fertig zu bauen. Oh, nö. Wirklich? Okay, warte mal. Für 275.000 hole ich mir mal nochmal 100.000 Cash, okay? Das ist eine teure Angelegenheit. Dieses Spiel zieht mir die Hosen aus. Das ist unfair. Aber ich kann mir vorne nochmal hier ein paar Leuchten reinbauen. So. Und hinten nochmal die Rückleuchten. Der sieht schon schön aus. Und nochmal 9.000 für den Auspuff. Oh mein Gott. Und der ist fertig. Der Königsegg Regera heißt der. Oh. Und wir bekommen $500 alle 2 Sekunden. Drücken wir mal auf Spawn und schauen mal, wie sich die Karre hier fährt, solange wir noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Okay, fahren wir hier aber einfach raus und gucken mal, was... Oh, aber der fährt sich schon schön so. Okay, wir geben mal Gas. Wir fahren 60, wir fahren 70, wir fahren 80, wir fahren 90, wir fahren 100, 120, 131. Junge, 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 oh, oh, oh. Guck dich das mal an. Guck dich mal an, wie ich gebremst habe. Warte, ich muss hier raus. Ah, lass mich raus aus dem Auto. Schau dich mal an, wie ich gebremst habe. Das ist die Bremsspur. Und die ist einfach nach oben gegangen, in die Luft. Das ist eine fliegende Bremsspur. So was habe ich noch nie gesehen. Okay, wir können mal vielleicht ein bisschen, solange wir noch ein bisschen was an Geld verdienen sind, können wir mal unser Auto auch vielleicht auf die Teststrecke mal mitnehmen, ne? Hier mal schön auf den Rasen. Und dann können wir vielleicht nochmal hier zum Start gehen. Vielleicht gehen da sogar die Leuchten an. Obendran geht unser Geld gerade nach oben. Das heißt, wir gucken mal, wie schnell wir diese Bahn hier fahren können. Okay, wir machen das so. Wir machen jetzt sogar einen Timer, okay? Wir machen einen Timer, Leute. Das heißt, ich werde jetzt runterzählen und eine Runde fahren. Und hier unten unter mir wird jetzt ein Timer beginnen, okay? In 3, 2, 1, Vollfahrt! Okay, ich habe sogar jemanden, der gegen mich fährt. Aber wir sind schneller als er, definitiv. Okay, wir versuchen die Runde hier zu schaffen, ne? Okay, wir sind bei 131. Das heißt, wir fahren hier die Runde. Unten ist der Timer. Ich versuche, die schnellste Runde zu fahren, die überhaupt nur geht. Hier gehe ich in die Rechtskurve. Hier in die Linkskurve. Ganz locker, ganz locker, ganz locker. Dieses Auto fährt perfekt. Oh mein Gott, dieses Auto fährt viel zu schnell, viel zu schnell. Aber wir nehmen die Kurve ganz gut. Und wir nehmen die Kurve, wir nehmen sie nochmal zum Schluss hier am Parkhaus vorbei. Da an der Tribüne. Und jetzt kommen wir auf den letzten Meter durch, meine werten Damen und Herren. Hier unten steht die Zeit, die ich gebraucht habe, um mit meinem Auto diese Fahrt hier zu schaffen. So, was ich auch mal ausprobieren möchte, ist da hinten dieser Park. Schaut euch das mal an. Abgefahren, yo. Hier kann man einfach einen Looping fahren. Na, das ist mal was für mich. Okay, versuchen wir hier mal einen kleinen Looping zu fahren. Ich gehe mal in den Rückwärtsgang und dann schauen wir uns das Ganze mal vielleicht ein bisschen genauer an. Oh, warte. Hier muss man ein bisschen mit Schwung drauf fahren. Mal gucken, ob der andere den Looping schafft. Schafft er den Looping? Nein, schafft er nicht. Okay, dann versuchen wir mal den Looping. Aber er hängt da fest, er hängt fest. Oh mein Gott. Dieser Typ ist extra in mich reingefahren. Oh Mann. Hallo. Lass mein Auto in Ruhe. Dieser Typ ist in meinem Auto drin. Oh, der ist, glaube ich, neidisch auf mein Auto. Hey, lass mich in... Oh,
Alter, sag mal, fliegen wir gerade? Sag mal, unsere Autos fliegen gerade. Was war das gerade? Und warum hat mein Auto angefangen zu fliegen mit diesen Typen zusammen? Fahren wir hier mal kurz durch. Hier kurz eine Silhouette fahren. Und jetzt hier aber volle Kanone. Durch. Oh mein Gott, das reicht nicht aus. Oh, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss hier raus. Oh, mein Auto ist, glaube ich, kaputt. Oh nein. Bitte, Auto, fahr doch. Du kannst es. Einfach, es hängt in der Luft fest. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt nach Hause. Ah, doch, ich kann wieder zurück zu mir nach Hause. Gut, okay, wisst ihr was? Ey, da ist ja ein Einbrecher bei mir gewesen. Du, weg da. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld gesammelt. Deswegen können wir uns hier ein paar Sitze holen. Und wir können vielleicht noch mal da hinten, ne, noch mal ein paar Sitze holen. Deswegen schauen wir uns mal noch mal ein bisschen um, dass wir hier vielleicht sogar das Autohaus erstmal fertig bauen. Wir müssen hier noch ein paar Fenster und sowas einbauen. So, die Fensterscheiben eingebaut. Dann hinten die ganzen Säulen. Zack, 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 gebaut. Noch mal hier ein bisschen was gebaut. Und natürlich, die Treppen muss ich natürlich noch bauen. Oh, Junge, die Treppen, natürlich. Hohoho. Ist ja noch ein zweiter Stock hier. Aber erstmal hier nochmal die Wände bauen und natürlich die Fenster noch einbauen. Mama mia, das ist ja zu viel Geld, was hier weggeht. Das ist ja wahnsinnig, du. Mama mia. Warte mal, dann müssen wir natürlich hier noch seitlich die Wände natürlich freikaufen, ne? Das heißt, die Leute sind hier, die Leute sind sogar alle schon bei mir. Die wollen hier gemeinsam mit mir chillen. Oh, hier kann ich sogar noch ein Auto kaufen. Das ist der Mercedes C63. Okay, den können wir vielleicht auch fahren. Aber daher, dass wir diesen Camaro, diesen Königseck hier haben, sind wir sowieso ein bisschen schneller unterwegs. Ich drücke mal wieder auf Spawn. Und solange wir noch mal ein bisschen Geld sammeln, kann ich vielleicht noch mal zu diesem Looping fahren. Und wir können noch mal versuchen, den Looping zu schaffen. Okay, diesmal werde ich versuchen, mit dem größten Anschwung, den ich überhaupt nur finden kann, den Looping zu schaffen. Oh, oh, oh. Das Problem ist bei diesen Autos, die gehen richtig schnell hier kaputt in dem Spiel. Muss man richtig aufpassen. So, ich muss mir eine Idee überlegen, wie ich so schnell wie möglich von 0 auf 100 in diesen Looping reinfahren kann. Also, ich könnte von hier hinten so ein bisschen Anschwung nehmen. Und dann so da reinfahren. Okay, ich versuch's mal. Ich versuch's hier mal durch die Rennstrecke, okay? Ich glaube, das könnte zwar problematisch werden, aber vielleicht schaffe ich's. Okay, wir fahren jetzt von hier aus. Dann fahren wir hier durch. Hier auf dieses Ding drauf. Hier von links. So von da rein. Und jetzt mit 82, 104, 122. Opa! Nein! Oh Mann, ich hab's nicht geschafft. Alter, das ist ja richtig schwer. Warte mal, wir versuchen es mal von der anderen Seite aus. Vielleicht schaffen wir es von der anderen Seite. Wir brauchen nur richtig viel Topspeed, ne? Wir müssen von hier aus durchfahren. Okay, wir fahren. Wir bauen Topspeed auf. 60, 70, 80, 100, 120 und... Oh mein Gott, wie soll man das denn schaffen? Oh, oh mein Gott, mein Auto hat sich umgedreht. Das ist ja richtig schwer. Alter, ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt machen soll. Schau ich das mal an. Das ist ja richtig, richtig schwer hier. Junge, abgefahren. Okay. Das heißt also, das funktioniert nicht. Wir schauen uns aber nochmal ein bisschen um, ob wir vielleicht noch einen Park oder sowas finden können. Hier haben wir nochmal Häuser. Hier haben wir nochmal ein Flugfeld. Hier starten wahrscheinlich Flugzeuge. Hier hinten hat noch jemand sein eigenes Haus. Hier ist Oh nein, ich bin ins Wasser reingefahren. Nein. Okay, das war's mit unserem Auto. Was ist eigentlich das hier? Hier kann man einen Code eingeben, oder was? Ah, ich könnte mein Dealership-Name umändern. Oh, okay. Also, dann haben wir hier schon mal alle unsere Autos. Meine werten Damen und Herren, das ist eine teure Geschichte. Also, das ganze Zeug hier zu machen, ja, das ist wirklich richtig schwer. Du, das ist hier Tree-Decor. Duke, das ist der Second Floor. 75.000 kostet der. So viel Geld habe ich gar nicht. Ich könnte mir hier diese ganzen Sachen kaufen, aber meine werten Damen und Herren, das ist zu viel an Robux, was das hier kostet. Das ist ja unglaublich. Das können wir uns ja kaum leisten. Meine werten Damen und Herren, ich hoffe auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Spielt dieses Spiel nicht, weil das ist viel, viel, viel zu teuer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!